Schneewittchen und die böse Königin. Ein Märchen, das jeder kennt. Eine Geschichte voller Eifersucht, Hass und Liebe. Aber wusstest du schon, dass die beiden Zwillinge waren? Nein? Dann wird es jetzt Zeit für die wahre Geschichte. Es war einmal ein Zwillingspaar, Snow und Serena. Eine fleißig zuvorkommend und immer zu korrekt. Die andere boshaft, rachsüchtig und viel zu eitel. Sie stand stets im Schatten ihrer großen Schwester, bis der Schatten sie verschlang. Dabei hatten die beiden doch nur noch einander. Vor wenigen Wochen standen sie plötzlich in Windenburg, ohne jegliche Erinnerung an ihr bisheriges Leben. Zu ihrem Glück wurde die alte Dame Mia auf das Schicksal der Mädchen aufmerksam und schenkte ihnen ein Dach über dem Kopf. Und hier sind wir nun, am Beginn der Geschichte von Schneewittchen und der bösen Königin. Doch wem möchten wir helfen, ihre Ziele zu erreichen? Schneewittchen, der bösen Königin oder möglicherweise beiden? Ich bin Ellie und das ist der erste Part meiner Disney Challenge. Hier spielen wir nicht nur die Geschichte der Prinzessin Snow, sondern auch der Bösewichtin Serena. Diese Geschichte möchte ich mit euch gemeinsam erzählen. Deshalb lass mir gern all deine Ideen und Wünsche in den Kommentaren da. Und unser Märchen beginnt hier in diesem Apartmentkomplex in Windenburg. Wie wir im Intro gesehen haben, die beiden Mädchen sind ohne jegliche Erinnerung an ihr bisheriges Leben hier in Windenburg aufgetaucht. Und dort haben sie zum Glück Mia getroffen und die hat den beiden dieses Apartment zur Verfügung gestellt. Sie können hier nun zwar fast gratis wohnen, aber wirklich eingerichtet ist das Ganze noch nicht. Sie haben eine kleine Küche, ein kleines Badezimmer, dann hat Snow hier unten ihren Schlafsack, wo sie gerade freiwillig ihre Hausaufgaben fertig gemacht hat, denn sie ist ein Engel. Und hier oben lebt Serena und die beschäftigt sich natürlich schon mit ihrem Spiegel. Denn was wäre eine böse Königin ohne ihren Spiegel? Und sie übt tatsächlich schon die Schauspielerei. Diese Fähigkeit wird sie in diesem Let's Play definitiv noch brauchen. Serena ist ein böser Sim, sie ist materialistisch, romantisch und immer eifersüchtig auf ihre große Schwester Snow. Die beiden verstehen sich verständlicherweise auch nicht sonderlich gut, sie sind ziemlich inkompatibel und ihre Familiendynamik ist schwierig. Snow ist im Gegenteil dazu unser Engel. Sie ist ein guter Sim, korrekt, eine Überfliegerin und romantisch. Übrigens habe ich in diesem Part schon einen Auftrag für euch. Ihr müsst mir einen Sim erstellen, der für diese Challenge sehr, sehr wichtig wird. Aber das erzähle ich euch gleich. Denn wir haben heute Sonntag und es ist schon nach 22 Uhr. Morgen ist der erste Schultag an der Highschool. Das heißt, die Mädchen müssen sich jetzt erstmal Bett fertig machen. Während die Mädchen schlafen, erzähle ich euch erstmal die Regeln. Diese Challenge ist eine Kombination aus der herkömmlichen Disney Legacy Challenge, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, und außerdem noch einigen unterschiedlichen Disney Villain Challenges, die ich online gefunden habe. Unsere Snow muss im Laufe der Geschichte die Liebe ihres Lebens heiraten, 7 Kinder bekommen und außerdem noch die Singfähigkeit und Erziehungsfähigkeit maximieren. Und das jüngste Kind, das ist dann unsere Cinderella. Und nun kommen wir zur bösen Seite. Serena muss erstmal zur bösen Stiefmutter werden. Um genau zu sein, muss sie jemanden heiraten, der verwitwet ist. Optional ist Serena auch der Grund, warum dieser Sim überhaupt zum Witwer wurde. Weil Serena im Laufe ihres Lebens selbst Kinder bekommt, muss sie diese hassen. Außerdem ist sie vollkommen besessen von Spiegeln und muss immer mindestens einen besitzen. Dann muss sie noch das Herrenhaus-Baronesse-Bestreben abschließen. Und wie es das Märchen so will, ist ihr ultimatives Ziel, Snow verenden zu lassen. Wie wir das umsetzen und ob Serena ihre bösen Ziele wirklich in die Tat umsetzen kann, das hängt von euch ab. Hier sind wir nun in Copperdale. Der erste Schultag startet jetzt. Noch bevor ich irgendwas machen konnte, hat Serena sich schon mit dem ersten ihrer Mitschüler angelegt. Mit Cole. Ich habe keine Ahnung warum, aber der schreit sie die ganze Zeit an. Dann werden wir mit ihm mal über Musik streiten. Und dann werden wir ihm verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Serena findet noch viel schneller Feinde, als ich es mir jemals gedacht hätte.
Dabei hatte ich für Serena eigentlich geplant, dass wir ihr einige Freundinnen suchen, wobei ihre Freundinnen eher sowas wie ihre Untertanen sind, also dass sie eben so Mean Girl Vibes hat und als böse Königin eben die Schule regiert. Snow hingegen soll 2 oder 3 richtig gute Freunde oder Freundinnen haben und alle lieben sie eben. Ich meine, warum sollte man sie auch nicht lieben? Sie ist einfach nur toll. Viele Mitschüler haben wir irgendwie nicht. Gaius, Luna, Hörnen Grusel und Giselle. Und die Nachbarklasse ist vollkommen leer. Wo sind alle Schüler? Hä? Die Klasse ist auch leer. Ah, da oben haben wir noch eine Klasse. Da haben wir Juno, Valeria, Hadley und eben Cole, Serenas Erzfeind. Und Snow ist schon dabei, sich mit jemandem anzufreunden. Das ist Hadley. Sie wird ihr einfach mal eine dramatische Geschichte erzählen. Und dann können die beiden sich ja schon mal über ihre Interessen austauschen. So vom Stil her hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass die beiden zusammenpassen. Aber sie scheinen sich zu verstehen. Und wie schon gesagt, alle lieben Snow. Der Unterricht geht nun zwar schon weiter, aber auch Serena hat in der Pause jemanden kennengelernt. Das ist Valerie Landerford. Und ja, ich habe ihr extra ein Umstyling gegeben, damit sie besser zu Serena passt. Warum ist denn die jetzt schon verletzt wegen uns? Valerie fühlt sich von Serena schlecht behandelt und wenn sie in der Nähe von Serena ist, wird sie an diesen Schmerz erinnert. Aber irgendwie passt das ja ganz gut. Immerhin ist unsere Serena die böse Königin. Niemand mag sie, aber trotzdem sind ihr alle unterlegen. Die SchülerInnen, die hier sind, sind zwar schon ganz nett, aber es fehlt noch ein ganz wichtiger Schüler. Der zukünftige Mann von Snow. Snow soll nämlich ihr Highschool-Sweetheart heiraten. Wenn du also gerne hättest, dass dein Sim in meinem Let's Play ist, erstell mir gerne eine Familie mit einem männlichen Teenager, lade mir die Familie unter dem Hashtag ElienyxPrinz hoch. Und am besten mit einer kleinen Hintergrundgeschichte. Und nun haben die beiden den ersten Schultag erfolgreich überstanden und beide haben ihre Lehrer beeindruckt. Nicht schlecht. Und nun sind die beiden wieder von der Schule nach Hause gekommen und Serena denkt sofort an ihren magischen Spiegel. Eine Sache, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist Geld. Und da Snow ja ohnehin ihre Gesangsfähigkeit maximieren muss, habe ich mir gedacht, sie könnte ja einfach für Trinkgeld ein wenig singen. Oh mein Gott, das wird echt noch ein langer Weg, bis ihr irgendwer dafür Geld gibt. Meine Schwester glaubt wirklich, dass sie mit ihrem Singen Geld verdienen kann. Hat sie keine Ohren? Das klingt absolut scheußlich. Ich bin Serena und im Gegensatz zu meiner perfekten Schwester muss ich wirklich arbeiten. Deshalb habe ich mich auf die Reise zu den Reichen und Schönen in Windenburg gemacht. Und hier werde ich im Haushalt helfen. Ich weiß, eigentlich bin ich viel zu schön, um zu putzen, aber irgendwie müssen wir ja an Geld kommen. Und mit Snows schrecklichem Gesang würden wir morgen schon verhungern. Das ist Rosa und bei ihr arbeite ich ab heute. Sie hat 2 Kinder und einen Mann. Die Kinder sind nervig, den Mann kenne ich noch nicht. Aber ich bekomme 10 Simoleons die Stunde, deshalb ist das schon... Oh, wow! Das ist Rosas Mann? Der ist ja ultra heiß, gut aussehend meine ich natürlich. Schade, dass er verheiratet ist. Wobei, möglicherweise ist er das ja nicht mehr lange. 5 Stunden später und Serena ist völlig fertig. Sie ist angespannt von all dem Putzen. Zu Hause angekommen wird Serena jetzt erstmal eine dampfende Dusche nehmen und Snow wird mit den hart verdienten 50 Simoleons für die beiden eine Familiengröße Grillkäse zubereiten. Und dann müssen die beiden wirklich dringend ins Bett. Morgen ist wieder Schule und möglicherweise lernen sie ja beide jemanden kennen, der ihnen den Kopf verdrehen wird.